Wir sind hier jetzt in der bezählten Seillänge von der Grippo Mer de Glace. Es ist relativ einfach gelernt, wir machen alles parallel. Vorne ist gerade Jonas. Beste Bedingungen, die Wolken lösen sich gerade auf nach dem Regen von gestern. Wunderbare Chamonix-Granit, wo nichts qualitativ zu wünschen nicht überlässt. Hinter uns kommen noch zwei Seilschaften mit. Ich habe ihn schon nicht so schwierig gefunden. Man muss immer so ein bisschen, man darf sich nicht zu fest in den Riss reindrücken. Das ist jetzt bei dieser Art von Riss, ist das sicher Sand, oder? Sand, so dass man so ein bisschen aussen dran bleibt. Und dann halt, ja, irgendwie halt einfach stehen. Also, dass man halt irgendwie so ein bisschen, wie häufig bin ich halt dann so auf Reibung gestanden. Ja, so, ich schon auch. Immer. Hey, streng, wir sind irgendwie auf 3. Ja. Das waren schon wilde Siechen damals. Der Knubbel und seine Kollegen. Ja, das kann man so sagen. Da ohne. Nein, die sind da nicht mit den Finken nur, sondern mit den schweren. Ja, du. Das waren wirklich noch wilde Siechen.